Willkommen zurück. Wir sind im Müffel der Matthias in Tavernmaster. Starten gleich den nächsten Tag. Warum war Pause gedrückt? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Halt, doch Pause, jetzt weiß ich wieder. Ich wollte was googeln. Okay, das kriegen wir nur mit dem Event hin. Das haben wir jetzt. Sehr schön. Bediene 200 seltene Kunden in dem Veranstaltung. Die haben wir sowieso am nächsten Tag. Und das hatten wir ja eingestellt. Das weiß ich noch. Sehr schön. Den lassen wir jetzt mal laufen, die Veranstaltung. Ah, vielleicht kriegen wir die 20.000 ja mit dem Event zusammen, was am nächsten Tag ist. Hier. Das ist ein Melin-Event. Immerhin gibt es 12.000. Ich glaube zwar nicht, dass wir genug so verdienen, aber man weiß ja nie. Das hier ist jedenfalls nochmal ein normaler Tag. Forschung läuft. Jo, da macht er fleißig weiter. Wir haben wieder lecker Fleisch. Hier haben wir noch ein bisschen lecker Fisch. So, Fleisch ist noch nicht voll. Fleisch können wir nochmal losschicken. Das tun wir auch gleich. Schicken wir hier gleich wieder die besten Jungs hin. Jo, gut. Schicken wir nochmal so ein und jetzt nochmal so ein Schwächling. Jo, sehr schön. Kokosnussis, die brauchen wir auf jeden Fall. Kriegen wir die noch zusammen? Aha, aha, ja. Ja, gut, was soll's. Schicken wir es so los. Wunderbar. Dann kriegen wir zumindest die wichtigsten Sachen zusammen. Kokosnussis haben wir ja gut verbraucht. Ah, White Gandalf ist da. White Gandalf, sehr schön. Da kommt Violet Gandalf. Wunderbar. Und der ist vorbeigerannt, der Green Gandalf. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Da geht es in erster Linie im Moment eher um die Forschungspunkte. Die Gäste kriegen sowieso. Und die Forschungspunkte, da brauchen die Einweichen. Die gut den Feuerlöscher, Stufe 3. Oh, der Rest kriegen wir relativ schnell zusammen. Und den geht es uns eingemacht. Küchen und die Level 3 und die Spiechen. Und die andere Forschung machen wir nebenbei ja auch mit. Heute werden nur Hauptgerichte verkauft, ne? Und nur Hauptgerichte brauchen wir. Definitiv. Ah, Green Gandalf kommt's. Nö, kommt's nicht. Aber dafür kommt auch nicht. Diese faulen Gandalfs immer. Ja, boah, werden wir schon geregen. Alles kein Problem. Was haben wir denn für Ausgaben? Sehr hohe Ausgaben durch die Abenteurer. Aber gut. Das wird schon. Immer mit der Ruhe. Sag mal, Void Gandalf, was guckst du die ganze Zeit über ihm auf den Bart? Bist du eifersüchtig, weil er einen besseren hat als du, oder was? So geht er nicht, genau. Guck schön nach vorne und trink dein Bier, das wird kalt. Im Mittelalter haben sie ja meistens, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil sie es nicht kühlen konnten oder so, warmes Bier getrunken. Leicht abartig, aber ist halt so, ne? Das haben sie halt gemacht. Das kann ich auch nicht ändern. Sehr schön, sehr schön. Aber ein paar mehr Lieder, ne? Ja, guck mal, jetzt ist Red Gandalf auch da. Sehr schön. Black Gandalf geht vorbei. Jo. Ist nicht schlimm, aber wie gesagt, rote haben wir auch jede Menge. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Das kriegen wir schon hin. Das geht schon runter. Die Forschungspunkte, das dauert wohl am längsten. Am nächsten Tag haben wir erstmal die schöne Veranstaltung. Jetzt kommen wir erstmal Richtung Ormgeschäft. Ich glaube nicht, dass wir Gewinn machen heute. Ne. Die Abenteurer reißen einen schon ganz schön rein. Aber man kann es nicht ändern. Das kriegen wir mit Glück vielleicht mal veranstalten. Mit Glück. Ich bin mir noch nicht so sicher. Dann haben wir auf jeden Fall gleich. Und das haben wir spätestens bei der Veranstaltung auch. Weil ich glaube, da kommen. Wir brauchen 200 und da kommen 120. Gut. Aber wir kriegen ja auch so jede Menge. Dim. Hauptsache, wir kriegen ein paar Gandalfs rein. Die Linien sind ja irgendwie alles Gandalfs. Na, ab und zu mal Prinz und so, wenn man Veranstaltungen macht. Aber ansonsten. Die schöne Musik. Guck, was hier reinkommt, ne? Was hier reinkommt. Oh, Green Gandalf. Sehr schön. Wunderbar. Die Bind. Ja. Da komme ich nicht drauf klar, dass sie jedes Mal anders aussieht. Weiß nicht warum. Auf jeden Fall, hier sitzen zwei Gandalfs. Mal gucken. Und oben, das ist der Green Gandalf. Da sitzt noch ein Blue Gandalf oder ein Violet Gandalf. Das wären schon vier. Und hier sitzt hier noch ein Gandalf. Nein, hier sitzt kein Gandalf. Mann, nix, was ist denn hier los? Schaffen die halt nicht mehr, oder was? Ich habe nur eine hier, ne? Das Essen, kann das sein? Warte mal. Nö, drei. Okay, wollte gerade sagen, die sind bloß irgendwo. Ja, wo sind die?
Die war unten? Warte mal, jetzt muss ich mal was von Angestellten gucken hier. Fee-Torchen 3. Ja, durch die vierte jetzt, ne? Aber abgesehen, vierte ist ja noch nichts. Da können sie nicht hinlaufen. Getränke, Getränke, Getränke. Das sind die drei für Essen. Ich meine, vier kann ich rausnehmen. Klar. Aber. Wo sind die denn hingeräumt? Wenn ich mal so fragen darf. Kann allgemein überall die vier rausnehmen. Das ist jetzt ja immer automatisch dazu. Also, das ist ein bisschen doof. Keine Ahnung, wo die denn hingerannt sind, ehrlich gesagt. Wir nehmen aber jetzt überall erstmal die vier raus. Da sind zwar noch keine Gäste, aber da kommen ja noch welche hin. Je nachdem, wie groß die Spiele sind. Ich weiß es nicht. Wunderbar. Dem passt das, ne? Jo. Dann frage ich mich aber echt, warum die unten waren. Aber die haben es ja im Griff. Sehr schön. Dann kommen wir auch so langsam. Wir sind mitten im Ort Geschäft. Passt doch. Oh. Geräucherter Schinken. Sehr schön. Immer noch 2%. Schade. Aber das Abendgeschäft boomt. Da kommt nochmal Red Gandalf. Wunderbar. Na doch, wir kriegen gerade eben so plus minus null hin, wie es aussieht. Ein bisschen plus vielleicht. Also solange wir keinen Minus machen, alles ein bisschen ordentlich. Forschungspunkte gehen auch. Yo. Das sind auch schon, ich glaube, das waren 30, ne? Oder 50? Ich weiß es gar nicht. Wir waren schon gut runtergegangen. Das ist gar nicht mehr das Problem. Die Rauten kriegen wir auch hin. Yo. Puls auf 2% sind, kriegen wir jede Menge Lila mittlerweile, ne? Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Gut, jetzt ist eh gleich Feierabend. Jetzt gehen die Leute. Aber die Forschungspunkte werden wahrscheinlich noch 2-3 Tage dauern, aber das ist nicht schlimm. Mehr als 12 kommen hier definitiv nicht mehr. Auf keinen Fall. Das wird mir zu teuer. Das muss nicht sein. So, dann bring schnell die Geträge weg. Lass die Leute noch zahlen. Gut, ey, zapf nochmal ein Röntchen. Ja, gut, ich glaube, wir haben ein bisschen Gewinn gemacht. Jo, Tare ist rum. Das dürfte doch mit dem Esen sein. Dim, 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 dim. So, schmeiße Leute raus. Kassenabrechnung. Den kommt gleich das EW hin. Das gibt ja noch mal ein paar Leutchen, ne? Jo. Wunderbar. Immerhin noch mal ein kleines bisschen Gewinn. Sehr schön durch diese teuren Abenteurer. 8 Lilienorden insgesamt. Das passt doch. Für Ärgern ist keiner. Sehr schön. Hier, das wäre eine Hauptgerichte. Haben wir. Da haben wir auch die Bautenfläse. Das kriegen wir vielleicht mit dem Wind zusammen. Dann wollen wir mal googeln. Über das haben wir. Das kriegen wir auf jeden Fall jetzt mit dem Wind. Das ist kein Problem. Wir werden jetzt aber erstmal. Ich meine, das war jetzt nicht wichtig, weil eh das Event läuft, aber wir machen hier erstmal wieder ein normales Programm an, bevor wir es vergessen. So, außer Kokosnusspudding natürlich, kommt hier alles an. Und dann, das bleibt erstmal aus, weil wir die Sachen noch brauchen. Kommt aber später auch, damit wir die Sterne hochkriegen. Gut, gut. Den können wir aber auch gleich, das wird eh alles aufgefüllt, den nächsten Tag starten. Wunderbar. Einmal gutes Pause. Wir gehen hier googeln, was sie ist. Nur die CS. Natürlich nur die CS. Das kriegen wir vielleicht zusammen. Das mit dem Essen dauert ein bisschen. Das kriegen wir auch. Ja, wollen wir was googeln. Bei dieser Veranstaltung essen sie Fischeintopf. Das ist eine Suppe, ne? Oh, das ist eine Suppe. Kein Dessert. Gut, dann lassen wir es erstmal so. Dann machen wir das am nächsten Tag mit nur die CS. Oh, aber das wird schon. Und die Jungs hier? Ihr Fleisch ist fertig. Käse können wir eh was wegschmeißen. Jo, schmeiß weg den Rest. Hauptsache voll. So, Fleisch ist auch wieder da. Dann schicken wir Fleisch auch gleich wieder los, du. Das will ich voll haben. Gnaf. Gut, das waren wir wieder nicht voll da. Käse brauchen wir nicht mehr losschicken. Haben wir eh, ne? Bohnen, das reicht nicht der eine, du. Das reicht nicht. Und Pilze, ja gut, komm hier, das sind zwar viel zu viele, aber dann haben wir sie voll. Schicken wir noch einmal den Eumel Pilzen los. Bitte. Den haben wir es zumindest. So, der eine Lilane, der ist auch nicht so ziemlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was Merlin persönlich, ne? Das ist Green Merlin. Alles klar. So, die 120 Rauten, die kommen. Die Forschungspunkte laufen mir zum Glück weiter. Da finde ich ja noch ein paar. Da mache ich mir gar keine Sorgen, das kriegen wir schon hin.
glaube, die Forschungspunkte werden trotzdem am längsten dauern. Das kriegen wir vielleicht mit Glück hin, mal gucken. Das auf jeden Fall. Essen wird ein Weilchen dauern. Kann Fischeintopf noch hochstufen? Wann mehr essen die hier ja nicht? Ja, der kann noch hochstufen. Sehr schön, den lass die Lode erstmal rinkommen und gutes Geld hier lassen. Das sind ja auch nicht allzu viele Gäste. 120 ist natürlich nicht viel. Das Event ist jetzt auch nicht nur für extra Geld und dass wir ein paar Rote reinkriegen. Dim, 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 dim. Wow, du, gut am Bechern hier, du. Vor allen Dingen Mate, du. Die trinken auch, glaube ich, nur Mate, ne? Kommt alle rin, bringt viel Geld rin. Dim, dim. Da gehört aber Glück zu, das zu erreichen. Müssen wir mal gucken. Dim, dim, dim. Klar, und ich könnte zwar, habt ihr ja schon mehrmals geschrieben, während der Events, die da pausieren, weil sowieso eine feste Anzahl an Leuten kommt, ist schon richtig, aber allerdings sorgen die auch zusätzlich dafür, dass die Leute länger warten. Da haben die Kellner nicht so einen Stress. 12.000 Belohnung haben wir. Hier, Fischeintopf von All Level Up. Wunderbar. Räucht aber noch nicht, ne? Nein. Ah, gucken, ob noch der Rest da zusammenkommt. Wir werden sehen, ne? Gewinnen dürften wir auf jeden Fall jetzt schon haben. Ja. Und das war ja natürlich das übelste Feuer. Aber da gibt's Schlimmeres. Die Bude ist voll, alle Gäste da. Dann süffelt und esst mal so viel, wie ihr könnt. Die haben wir losgeschickt, ne? Ja. Damit's hier läuft. Da haben wir das schöne Event. Gut, das Event lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich. Aber die essen kaum was, die Jungs. Die essen kaum was. Und die Toiletten beschmutzen, das können sie gut. Alle am Mitsüffeln hier, du. Aber allesamt. Dim. Ja, kriegen wir schon noch rum. Ich denke mal, mit Glück, mit Glück. Da sitzt hier Green Merlin. Zumindest laut der Beschreibung soll es Merlin sein. Ah, mal gucken, mal gucken. Könnte mit Glück, wie gesagt. Drück mal Model Down, dass wir das hier fertig kriegen. Boah, es gibt den 4 Punkte. Gut, reicht nicht fürs Extra-Geld, aber das kommt schon. Das kriegen wir ja auch noch, dann reicht fürs Extra-Geld. Und dann sind wir ja schon fast beim Elite-Koch, beim Frederik. Glaubt den euren Elite-Koch, den werden wir oben in die Etage 2 stellen, auch wenn wir da keinen zweiten brauchen. Dann haben wir auf jeder Etage mindestens euren Elite-Koch und den Prostat auch. Auf jeden Fall sind wir wieder im 100.000er Bereich. Sehr schön. Den werden wir uns denn mal so langsam, den Boy, um die Hotelzimmer kümmern, dass wir sie alle Stufe 5 kriegen. Die Punkte laufen wir auch. Jo, da dauert eh noch ein Wäuchen. Das ist schon extrem, also mit den letzten paar Punkten. Das muss schon zugeben. Wollen die Spiele gab es da, glaube ich, soweit ich weiß, auch nicht von Anfang an. Die kamen mit irgendeinem Update dazu, ne? Ich weiß nicht mehr mit welchem, aber die kommen mit irgendeinem Update dazu. Was? Die haben auch tatsächlich ganz mit weggesüffen. Hau voll! Jetzt kann es weitergehen. Schlimm, du! Schlimm! Oh, jetzt kommt mal wieder ein Mate verkaufen, du! Mann, 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 du! Kostet doch alles Geld, Mann! Jetzt ist Etage 3 dran! Das ist klar, okay. Oh, der Mate alle, natürlich! Dann gucken wir jetzt auch mal sicherheitshalber bei Etage 2. Und da wird es wahrscheinlich auch gleich kommen. So, jetzt kann weiterlaufen. Gut. So, das haben wir auf jeden Fall. Sehr schön. Das kriegen wir auch, sobald es alle gehen. Das, naja, dann müssen wir das Essen noch ein bisschen hochstufen. Ne? Und ob dann noch was wird heute, das wage ich zu bezweifeln. Da fehlt einfach zu viel von den Stübchen. Aber immer noch 2% Jungs. Naja, ich denke mal 3% ist noch drin, wenn man den Rest hoch hat. Aber mehr auch nicht. Mehr wieder nix. Dim, dim. Naja, trotz Ausgang müssen wir gewinnen haben. Ja, alles kein Problem. Wir süffeln aber auch wie die Weltmäuser, du. Alles Mittrinker hier, du. Warum meckert hier mal nach mehr Geld, du? Die Jody. Oh ja, den machen wir Julie mal auf Level 9, wer? Was macht sie denn hauptsächlich? Getränke und Reinigung.
Geschwindigkeit nicht drogen, Geschwindigkeit drogen. Ich hau erstmal doch ein Trinkgeld holen, Lady. Gibt's ein bisschen mehr Geld? Wunderbar. So, die hauen jetzt eh ab. Das war Event. Da gehen sie mal ein bisschen eher. Sehr schön. Green Merlin hauen auch ab. Die, dort ist aber absolut kein Problem. Wie gesagt, wir haben zumindest Gewinn gemacht. Diese kleinen Events lohnen sich nicht wirklich. Das war hauptsächlich hier wegen den Leuten. Die Forschungspunkte brauchen eh noch ein Weilchen. Das ist schon übelst, du. Aber ich habe schon 12 Forscher. Noch mehr geht nicht. Noch mehr geht überhaupt nicht. Die können ja mal kurz gut gehen wegen meinen Forschern. Ich glaube, richtig schnell werden sie sowieso alle erst, wenn sie auf Stufe 10 sind. Und wie? Huh! Sehe ich auch jetzt erst, du. Mensch, meine Freunde, auf zum Motzen. Oder Freundin. Halt, einer zu viel. Der William auch noch. Und die Caitlin auch nochmal so. Die meisten sind noch Level 8, 9, 8, 10, 9. Nur einer ist 10 bis jetzt. Die brauchen halt übelst lange, aber erst dann, wenn sie wirklich schnell. Und der Rest ist alles totglücklich, ne? Jo. Na, immerhin noch 10.261 gewinnen. Da kann man sich doch nicht beschweren. Verärgert war auch keiner. Forschungspunkte gut, aber unter die 2000 folgen wir jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir auch fast. Wir können gleich den nächsten Tag starten. Sehr schön. Einmal kurz Pause, bevor einer was bestellt. Mit denen 8 königliche Kunden, indem du Veranstaltungen organisierst. Die kriegen wir so schneller zusammen als eine Veranstaltung. Die sehe, machen wir gleich. Die haben wir echt nicht zusammengekriegt? Okay, aber dann kriegen wir sie jetzt. So, ich will mich einmal um die DCS kümmern, bevor einer was bestellt. Was macht die denn in der Küche? So, all is aus. Außer die DCS. Da auch einmal. Zock, zack. Zock, zock, zack. Dass nur die DCS on bleiben. Außer der Kokosnusspudding, der bleibt aus. Jo, den können wir weiterlaufen lesen. Die läuft erstmal durch die Wand. Alles klar. So, dann kümmern wir uns um die Jungs hier. Fleisch ist sehr gut. So, Käse brauchen wir nicht. Erdbeeren brauchen wir nicht. Böhnchen brauchen wir nicht. Hier ist noch mehr Fleisch. Das wollen wir voll haben. Fleisch kommt relativ oft jetzt, ne? Ah, komm, schicken wir noch so einen Schwächling los. Sehr schön. Fisch. Brauchen wir auch noch jede Menge. Dann schicken wir noch mal Fisch los. Kriegen wir es überhaupt noch hin? Gerade eben so, ne? Gut. Es muss reichen. So, und die Hotelzimmer, die müssten ja gerade leer sein, ne? Dann gucken wir mal kurz. Jep, sie macht die gerade. Gut, dann warte ich. Sie hat sie gemocht, ne? Dem. Sie geht runter. Ich glaube, sie ist hier angefangen und hier so durch, ne? Kann das sein? Jo, dann machen wir kurz eine Pause. Den haben wir als Stufe 5. Das gleiche müssen wir noch hier machen. Was fehlt denn überhaupt noch? Alle Betten sind 5, alle Schränken sind 5, Kamin, Badewanne. Kriegen wir hin. Nehmen wir erstmal das Bett weg. Dann nehmen wir eine Stufe 5 Bett. Ich baue hier mal einen Zweier rein. Nur mal zum Testen, ob wir denn wirklich doppelt abkassieren können. Ich glaube es aber nicht. Warte mal. Der muss uns dicke rüber, damit es symmetrisch wird. Das ist nicht symmetrisch, mein Freund. Dahin. Danke. Und dich daran biete. So, der Schrank muss auf jeden Fall nach Stufe 5. Kleine Schränke, da gibt es ja eh nur den einen. Und eine Badewanne muss da noch rein, ne? Irgendwie sowas. Zack. So, und wo haben wir denn die Badewanne? Die Badewanne, Dekorationen, ne? Ne, bei Spezial vielleicht. Wo sind die Badewanne? Küche, Spiele, Betten. Kleiderschränke, Hotelzimmer. Hotelzimmer. Hier, die können wir hier perfekt in die Ecke stellen. Was fehlt denn noch? Kamin, den habe ich ja komplett vergessen. Den guten Kamin. Hier, den können wir da hinstellen. Der passt hier nicht, wieso nicht? Jetzt. So, den haben wir aus der Stufe 5. Was haben wir hier um Geld? 241. Da stehen wir hier. Was? Wieso kann ich hier mehr als doch, weil er größer ist oder was?
Der hat so zumindest noch 100%. So immer noch. Das sieht man, glaube ich, auch an der Vorbe, ne? Jo. Gut, den haben wir gut hochdrehen. Jo. Wegen dem Doppelbeet bestimmt, ne? Alter, das war zu viel. 99. 99. Immer noch 99. Ja, gut. Den können wir uns bis 271 hochdrehen. Warum den? Wahrscheinlich wegen dem Bett. Auch mal ausprobieren. Ja, der geht da runter. Das liegt doch im Bett. Ja gut, das ist so eine kleine Bruchbude. Das ist ein Singlezimmer. Hier kommt der Doppelzimmer rein. Den machen wir hier nochmal. Den schieben wir gleich einer rüber. Nein, nicht den Vorhang. Nicht den Vorhang, Mensch. Den Nachttisch hier, genau. Aus Bett kommt weg. Dafür kommt denn jetzt ein Goodies. Doppel 5 stehende Bett rein. Zack. Den kommt hier Dewig. Und auch ein schöner 5 stehende Kleiderschrank. Wunderbar. Den kommt natürlich noch ein Bordewindchen. Hier schön in die Ecke. Und nicht vergessen, den guten Kamin. Den können wir auch hier an die Wand stellen. Zack. Wunderbar. Halt. Den können wir jetzt aber auch auf 271 einstellen. Müsst ihr nicht. Ist halt identisch. Die braucht mehr Gel, ne? Yep. Yep, ist genau gleich. Sehr schön. Ich glaube, schön wäre es halt, wenn man jetzt, wenn zwei Leute da drin liegen, doppelt abkassieren könnte. Ne? Aber ich glaube, die Zeilen pro Zimmer. Aber wir werden es ja sehen. Jetzt gehen wir von sie nochmal drum. Hier weg. Den einmal ein... Nein, ich will den Schrank. Den einmal einer rüber. So, da sind zwar jetzt Ausgaben, aber was sein muss, muss sein. Zack. Den guten Schrank noch einmal. Wir wollen ja schließlich das Maximale an Geld rausholen aus den Zimmern. Wunderbar, den kommt jetzt auf jeden Fall. Noch das gute Bordewändchen. Und nicht zu vergessen, der gute Kamin. Wunderbar, und da gönnen wir denn natürlich auch 271 rausholen. Müssen wir nicht akzock das gleiche sehen. So, das sind 99. Jo, das sind 100. Sehr schön. So, kann weiterlaufen. Jetzt haben wir luxuriöse Stufe 5 Zimmer. Boah, wenn man sich immer so anguckt. Ja gut, das Plus kommen wir heute definitiv nicht, weil durch hier die Ausgaben 12.900 durch die Zimmer, klar. Aber, guck mal, wir haben hier 631 gemacht. Mal darauf achten, was wir am nächsten Tag gemacht haben. Das kriegen wir schon hin, das ist das kleinste Problem. Jetzt erstmal Geld scheffeln. Ein bisschen ausgeben muss ja auch mal sein. Jetzt dürften sie auch nicht so viel mitfuttern oder tränken. Große Lüft. Eigentlich könnte man noch mal eine Veranstaltung machen. Ja, es kommt zumindest. Ja, Ademo. Müssen ja eh ein paar Tage zwischen sein. Wir könnten eigentlich noch mal wegen den Routen noch mal so eine gute Mailin-Veranstaltung machen. Gibt ja auch ein bisschen Kleugeld. Die planen wir noch mal ein. Das passt immer. Das hier, das weht schon, das weht schon. Das machen wir in den Boy mit. Da sind wir Boy. Die haben wir auf definitiv. Das dauert ein bisschen. Ja, alles kein Problem. Das wird laufen, das wird laufen. Jetzt muss der Tag erstmal zu Ende hier, du. Was hier für Gandalfs durch die Gegrände. Aber wie gesagt, plus wird's diesen Tag nicht, aber ab und zu muss man ja auch mal Geld ausgeben. Ich bin mal gespannt, was wir den am nächsten Tag für die Hotelzimmer kriegen. Wahrscheinlich nicht viel mehr, weil ich nicht glaube, dass wir doppelt abkassieren können für die Betten. Das wäre zu schön. Glaube ich aber nicht. Und es halt bestimmt nur ein Zimmer. Die essen auch relativ wenig. Naja, es gibt halt auch nur Desserts, ne? Da ist aber genug Zutaten da, so ist das nicht. Trinken halt sehr viel Wasser und Met, wie es aussieht. Aber dafür läuft es gut. Die Forschung kommt auch langsam voran. Wir sind unter 2000, sehr schön.
Die Roten gehen runter, die Lilanen gehen runter, oder? Ja gut, da ist schon mal einer. Hier, die haben wir. Sehr schön. Haben wir zumindest ein bisschen extra Geld. Wunderbar. Naja, den nähen wir uns doch. Ne, wir nähen uns doch. Sehr schön. Plus können wir trotzdem nicht. Dafür haben wir zu viel ausgegeben. Oh, ein paar Lilane sind da. Und wenn sie gehen, zählen sie ja dazu. Ne, also... Und mit dem Essen muss man heute Geduld haben, bevor das hochstuft. Die essen halt hier auch größtenteils Schneebrötchen. Ach, kriegen wir alles hin, alles kein Problem. Wir sind zumindest wieder bei 100.000. Abendgeschäft hat noch nicht begonnen. Ein bisschen Geld kriegen wir noch rausgeholt. So ist es nicht. Ja, ich glaube, zwei Essen müssen wir schon hochstufen, um das zu erreichen. Aber dafür gibt es auch gut 10 Punkte, ne? Aber ich glaube, das wird so schnell jetzt nicht passieren. Hier ist ja eh alles so. Und wir hier aktuell eigentlich nur die beiden haben. Gut, die können hochstufen, aber hier, das dauert noch. Dort geht zu schnell nicht. Nö. Ach, dann rennen wir schnell hin. Sobald wir genug Fleisch haben und Kokosnüsse, dann wird das auch ins normale Programm aufgenommen. Und den können sie hier sachherzenslos schlimmen. Und ich kann die Geldscheine zählen. So muss es sein. Oh, da meckert jemand. Warte mal, da meckert jemand. Die Brenner Level Up. Okay. Warte. Was macht sie überhaupt sichtlich? Essen. Reinigung. Essen. Trinkgeld ist hoch. Okay, dann würde ich sorgen, wir machen Trocken hoch. Eh? Sehr schön. Oh, Abendgeschäft Luft. Aber wir kriegen das dezimiert. Wir kriegen es definitiv dezimiert. Ohne die Käufe jetzt hätten wir definitiv Gewinn gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Die Bude wird voll. So soll es sein. Ja, Pauline, die sitzen hier auch noch. Oben bestimmt auch noch. Also ein bisschen was wird noch reinzählen. Ja, ich klopfe zwar nicht, dass wir die 8 zusammengeringen, aber spätestens morgen haben wir sie. Und das mit den DCs wird schon klappen. Olli ist kein Problem hier, du. Gut, da ist noch ein Tor zwischen. Mensch, wir sind ja im Dezember, sehe ich gerade. So bald Weihnachten hier, wa? Hier fehlt echt so ein bisschen Weihnachtsdeko, ne? Oh, ich hoffe, dann holen sie doch noch ab. Da steht ein bisschen viel, ne? Die sind hier gerade voll in Action. Hier geht aber auch was rein und raus. Ja, sie holen es ab. Sehr schön. Gerade abends kommt hier nochmal Dekohle rein. Oh, White Gandalf geht. Boah, jetzt ist eh gleich Schicht im Schauch. Jetzt ist gleich Speerstunde. Aber so soll es, ja. Solange wir nicht wieder ein Feuer kriegen. So, Essen. Die eine ist noch unterwegs. Ist größtenteils, wo alles serviert. Gut. Wie sieht's denn aus mit der Vorschau? Also punktemäßig hat er gut was rausgeholt. Da sind auch gut. Da fehlen nur noch 8. Fehlen nur noch ein paar Rote. Ja, das ist ganz gut, dass wir die eine Veranstaltung noch machen. Das ist okay. Das ist schon sehr, sehr gut. Auch wenn so schon eine Menge Rote kommen, aber es reicht halt nicht. Ne? Oh, da häuft wieder einer was zu meckern. Der William diesmal, der William. Oh, geh auf Level 10, mein Freund. Zieh jeden Tag 3,5 mehr Kunden an, siehst du mal. Hier, Geschwindigkeit hoch, mein Freund. Wunderbar. So, Iserum. Ich sag doch, das kriegen wir hin. Das hätten wir fast gehabt, einer fehlt. Fast hätten wir es gehabt. Okay, das ist sehr schön. Gut, den einen kriegen wir dann definitiv am nächsten Tag. Wir haben es aber noch gut runtergekriegt. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir am nächsten Tag für die Hotels kriegen. Sind die denn voll belegt? Ah ja. Ich glaube, die Doppelbetten, da legt sich trotzdem nur einer rein. Sieht man ja. Aber es bringt halt ein bisschen mehr Geld ein. Dafür sind die Zimmer teurer. Gut, man kann nicht alles haben, aber es dürfte auf jeden Fall mehr Geld geben. Da bin ich mir sicher. Gut, also bevor wir auch am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Bin mal gespannt, was wir für die Hotels kriegen. Ein bisschen mehr dürfte es sein. Ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht hier wild oder gang. Aber wir kommen langsam zur Richtung Spiele. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.